spiele ein Spiel. Okay. Das Spiel ist ganz einfach. Du musst dir nur eine Sache merken, nämlich das Herz Ass. Wenn du weißt, wo du ist, hast du gewonnen. Okay. Die erste Runde ist ganz einfach. Das Herz Ass kommt in die Mitte rein und damit gemischt. Und wenn du dann weißt, wo das Herz Ass ist, hast du gewonnen. Und los geht's. Ich mache das in Zeitlupe. Herz Ass langsam und fair. Du sagst einfach halt, wenn es zu schnell wird. Also wenn du raten müsstest, was glaubst du? Ich würde die Mitte nehmen. Nur bei diesem Spiel ist die rote Karte immer die, die am wenigsten glaubt. Wir spielen es einmal noch. Ich werde es diesmal etwas einfacher machen. Wir geben von den schwarzen Karten eine Karte weg und wir spielen nur noch mit zwei. Wir machen es noch einfacher. Ich werde das Herz Ass markieren, nämlich mit der Büroklammer. Die Büroklammer, die kommt übers Ass drauf. Und ab jetzt musst du nur noch aufpassen, wo gerade die Büroklammer drauf ist. Schon weißt du, wo das Ass ist. Also wenn du raten müsstest. Ja, natürlich. Manche glauben sogar hier. Aber die rote Karte ist immer die, die man als allerletzter glaubt, nämlich die. Wir spielen es einmal noch. Der letzte ist der fairste von allen. Nämlich damit ich unmöglich schummeln kann, werden wir das Ass selber markieren. Ich werde eine Ecke von dem Ass ganz leicht einreißen. Kann man sehen? Ich mache es vielleicht etwas größer. Kann man besser sehen? Ja. Jetzt ist es schon egal. Wir machen es einfach so. Letzte, vergiss die schwarzen Karten, die sind nur zu verwirren. Es wird gemischt. Ich mag es vielleicht etwas einfacher, wenn du raten müsstest. Ich tippe doch okay, auf die. War doch zu einfach. Du bleibst bei der Wahl? Ja. Denn zum Schluss ist die rote Karte immer die, die man als allerletztes glaubt.